Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Hierbei Heisenberg zockt mit Kollege Harry. Hallo zusammen. Mit dem Herrn Heisi, dem Arthur und irgendeiner Villa, die wir jetzt besuchen. Die Grace oder so heißen genau, sie, glaube ich. Es hieß, wir sollen uns hier mal umhören, dann würde ich sagen. Yep. Wir gehen mal hören. Wir sollen aber keine Waffen benutzen und auch keinen Stress machen. Machen wir auch nicht, wir waren ja auch im Saloon. Wieder unsere Natur, aber versuchen wir es mal. Oh. Ich wollte eigentlich noch grüßen. Darf ich nochmal? Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help. Dankeschön. Geht doch. Oh. Hallo? Was war mit dem los? Der hat gerade mal kurz. Ja. Nicht, dass er uns in den Rücken schießt. Ja, ich wollte nur sagen, behalt den Kerl im Auge. Der guckt schon so. Hm. Schön hier. Das müsste man eigentlich glatt in der Ego-Perspektive kurz bewältigen. So. Mhm. Nettes Anwesen. Da hat jemand Geld gemacht. Wahrscheinlich auf Kosten anderer. Wie meistens. Das ist kaum der Besitzer. Nehme ich mal an. Oder er hat seltsame Hobbys. Ja, er ist gerade bei der Hausarbeit. Irgendwie muss man sich die Zeit hier vertreiben. Ja. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Okay, rede mit Bo, der wäre dann hier hinten. Ist das genehm so? Ego-Perspektive? Ja, ja, kein Problem damit. Du musst klarkommen. Für mich passt. Tatsächlich. Einmal durch eine Hecke. Ist das der Wood Store? Nee, hier geht's auch nicht rein. Ich dachte, ich guck mal. Nicht der Wutz da. Okay. Ich bin hier völlig falsch. Moment, ich muss in die andere Richtung. Kann ich hier einfach durchlaufen? Aha, okay, ich bin vorher rübergehüpft. So, ich muss mal gucken. Wo muss ich denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Ach. Das ist aber nicht, wo wir hin. Wo sind wir denn? Ja, das passt schon. Echt? Ist das so weit weg? Ja. Wir sind ja hier hingeritten. Muss ich ja doch in die Richtung. So, das macht Spaß, hier durch die Hecke gehen. Mhm. Machen wir es halt nochmal. Ab durch die Hecke sozusagen. Ja, hier hinten. Okay, so weit war es dann doch nicht. Ich hätte fast das Pferd gerufen. Naja. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mine, but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Jetzt sind wir schon Liebesbote für durchgedrehte Poeten. Genau. Degradiert zum Postboten. Okay, ich schleiche dich auf das Grundstück der Braithwaites. Das wäre da hinten. Jetzt muss ich mich echt noch schleichen. Oh, wer sich duckt, wenn er unter dem Baum durchgeht. Puh, weise. Auch noch nicht gesehen so. Ist das wieder was fürs Pferdchen? Wahrscheinlich ja. Wo soll das denn sein? Ach, hier hinten? Wo definitiv sind wir? Was fürs Pferdchen. Wo sind wir denn? Da. Wo ist da? Stopp mal. Da? Da genau. Nee, echt jetzt? Ein bisschen links davon. Okay, und hier müssen wir hin. Ja,
Da mache ich doch glatt. Nein, warum mache ich denn eben? Ich wollte doch. Ich hab's gleich, kann noch eine Stunde. Sag mal, zappelt das eigentlich noch? Nee, das zappelt nicht mehr. Das haben sie gefixt. Siehst du? Ja. Wir sehen das ja beim OBS-Fenster. Weil das war ja zu Beginn wirklich mühsam. Also das hat gezittert und gemacht, aber nur im Video. Aber. Bei uns eher auf dem Monitor überhaupt nicht. So, also habe ich nochmal abgelenkt davon geschickt, dass ich da den Knopf nicht gefunden habe. So, also Pferdchen, ganz klar. Kann ja nicht weit weg sein. Hallo? Ich höre es trappeln. Echt? Ja, irgendwo da trappelt kommt. Oder trampelt. Ach, einmal durch die Hecke. Auch durch die Hecke. Auch Pferdchen mag die Hecke, man sieht, ja. Das wird den Gärtner freuen. Wir waren ja ihm ein gutes Vorbild. So, okay, wir sollen da raufschleichen, aber ich denke mal den Weg dorthin. Ja, ja, das ist ja. Guck mal, nicht den ganzen Weg zu schleichen. Ja. Gut machst du das. Nicht? Brav. Feini. Soll ich dich auch mal kurz ein bisschen loben und streicheln? Lass ab, Mungo. Ja. Falsche Richtung. Ich brauche doch die andere Perspektive. Das ist mir irgendwie zu wild. Kaninchen, da war noch ein Hoppelkaninchen. Aber wir sollen ja nicht schießen, weder auf Mensch noch auf Tier. Ja, ja, ich weiß, keine Waffen benutzen. So, wo haben wir es denn? Was suchen wir denn? Ich habe nichts gedrückt. Suchen? Die Farm. Du sagst, wo haben wir es denn? Ja, naja, über den gelben Weg lang. Ja, ja. Ich frage mich, wo die Farm ist. Hier. Und jetzt muss ich hier schleichen? Nee. Nee, geht noch mal ein Momentchen. Bisschen den Zaun entlang. Okay, einmal durch den Zaun. Baumwolle. Aha. Ein Riesenland. Mhm. Wow. Mein Gott, haben die hier alle Herrschaftsgebäude? Ja, ja, das sind die... Die mehr besseren. Genau, das Berühmten. Wort habe ich gerade gesucht. Ah, Wachen. Ja. Bewege dich leise, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich kann schon nicht mehr reden. Das Problem kenne ich. Aber die Stimmung, wow. Die ist cool, mit der Sonne und so. Bisschen Dunst. Ego-Dunst. Könnt ihr stundenlang machen. Ah ja. Hat was. Völlig mystisch so. Mhm. Aber ich glaube, ich brauche 10 Tage, wenn ich mich so bewege. Ja. Pass. Renn ich jetzt geduckt? Pass oder auf was die Wachen ich? Auf. Frage ist, wo sind die Wachen? Hier? Ich habe die Glocke gefunden. Sollen wir mal bimmeln? Nee. Kann ich bimmeln? Wahrscheinlich. Ich könnte darauf schießen. Dann bimmelt es auch wahrscheinlich. Oh oh. This is a private plantation. Get out of here now. Blöd. Hey, hey, I'm just a tourist. Schon weg. Ja, das müssen wir anders machen. Nein, ich komme nicht wieder. Nee, nee, ganz bestimmt nicht. Okay, dann hast du den gesehen? Nee. Eben. Vielleicht müsste man mal die Karte einblenden, um zu sehen, ob man die auf der Karte sieht. Ach, ah, die roten Punkte. Hier unten ist der gelbe Punkt. Ja, wir müssen an den roten Punkten vorbei, ziemlich sicher. Ja, dann gehen wir außen rum halt, ganz einfach. Mhm. Weißt du was, ich mache mir mal... Nee, wenn ich jetzt einen Weg mache, mach einfach den direkten. Oder ich mache mal hier hin. Ja. Echt jetzt? Über den Berg? Warum das denn? Bisschen übertrieben. Nee, das, vor allem um den Berg rum. Das wäre in die andere Richtung, das wäre ja hier. Ich laufe aber mal normal, weil... Ja. Jetzt müsste ich da lang. Ja, da sind wir wieder ziemlich nah. Rechts von uns. Achtung, oh, da ist einer. Ja, du siehst es ja, das sind die roten Punkte. Ja. Ich verzichte mal auf... Sind wir geduckt? Nein. Besser? Ich denke... Verzichte mal auf die Map. Und folge hier einfach mal meinem Instinkt. Naja, wir sind verloren. Ich rasche. Halt, stopp, stopp. Siehst du den roten Punkt da vor? Ja, genau, jetzt gerade vor dir. Das ist eine weitere Wache. Also, ich würde sagen, ein bisschen links wegbrechen. Ja. Etwa so. Da außen, ja. Hinterm Busch. Da lang, ja, ja, jetzt da so. Geh ins Licht. Geh ins Licht, okay. Geh ins Licht.
Und das alles wegen Achtung, dem anderen. Recht, links ist wieder eine Wache. Ah, Scheiße. Ach, echt jetzt? Okay. Er wird auch langsam aggressiver. Oh, nein. Oh, das ist schlecht. Oh, aber also Ende hätte? Ja. Okay, wir sollten uns nicht so oft erwischen lassen, nee. Offensichtlich. Wir müssen irgendwie ganz außen rum. Das alles wegen einem Liebesbrief und... Und wo fängt's an? In einem Armband. Okay. Das eben wie gesagt, das mit den roten Punkten würde ich mir vielleicht... Oder gehen wir einfach außen rum, oder? Also das hier lösche ich mal wieder. Na, siehst du, wenn wir... Wo sind wir? Ja, ich würde eigentlich auch hier außen rum. Doch, doch. Das, der Wegpunkt ist gar nicht schlecht. Ja, dann kommen wir immer... Ja. Da kommen wir immerhin am Haus vorbei, genau, so wie es aussieht. Richtig. Wenn es auch ein bisschen ein Umweg ist, so ist er vielleicht gar nicht so schlecht, damit wir uns an den Wachen vorbeischleichen können. Ja. Mach's trotzdem mit Tempo, sonst dauert es zu lange. Ja. Ach, stimmt denn das links jetzt hier mit hier lang? Ja, ja, das stimmt. Das ist ja mit dem Kreis rum. Nee, nee. Nee, nee. Ja, so ein bisschen. Jetzt vielleicht rechts. So, ja, 90 Grad, noch ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es hin. Also doch, doch, das wäre ganz anders gelaufen. Aber eben, ich bin jetzt auch zweimal alleine gelaufen, das hat nicht viel gebracht. Ja, der Nebel ist auf unserer Seite. Das ist wohl so, ja. Eigentlich müssen wir jetzt bis zu unserem Wegpunkt kommen, ohne irgendeiner Wache zu begegnen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Da ist eine, da ist eine. Ja, ja, das gucken wir uns dann an, wenn wir soweit sind. Wir gehen mal hier noch ein bisschen runter. Interessante Mission, muss man sagen. Mhm. Einmal durchs Maisfeld. Auch schön. Naja, ungefähr stimmt's doch. Vielleicht sogar tatsächlich noch mal ein bisschen in die Richtung. Ich sage, geh ins Licht. Jetzt mal Stopp. Und vielleicht die Karte nochmals aufrufen. Jetzt würde ich den hier Wegpunkt runter löschen und da mal so zum Fluss runter. Oder was das auch immer ist. Wie lösche ich den leider mal? Weiß ich noch nicht. Dachte ich. Vielleicht mit Delete? Ist ein bisschen abwegig, aber... Nee, wenn ich das jetzt noch wüsste. Mit W? Setzen. Da kann ich was anderes machen. So. Kopfgeld etc. Ah, da kann ich hier rumfahren, das möchte ich gar nicht. Draufklicken und... War es nicht J? Ja, wie war's? Was anderes. Entfernen ist es auch nicht. Naja gut, ist ja egal, wir lassen ihn. Jetzt immer geradeaus. Ja, wir müssen halt den Wegpunkt jagen. Ist da hinten einer? Irgendwas bewegt sich doch dort. Da ist keiner. Folge dem Licht. Nee. Ja, da geht's lang. Ist aber noch ein Moment. Vielleicht müssen wir sogar schwimmen. Nee. Meinst du nicht? Lass uns einfach mal... Da ist ja weit und breit keine Wache. Also da kannst du durchrennen. Und plötzlich taucht dann einer auf. Nee. Meinst du nicht? Nee. Da haben wir den Fluss. Das wäre schon mal etwas. Jetzt vielleicht wieder mal genau orientieren. Ah, langsam. Moment. Der hier. Ja, der wird schwierig. Vielleicht können wir jetzt, wenn wir uns so 90 Grad nach links drehen, da einmal durch den Fluss. Ich sage ja schwimmen. Direkt zu ihr. Ja, vielleicht ist der Fluss nicht so tief und wir brauchen gar nicht zu schwimmen. Ansonsten versuchen wir es mal mit Schwimmen. Siehst du, so abwegig war das eben doch nicht. Hüpf. Ja, das wäre dann hier. Er kann sie ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt die Sachen verloren, die wir bringen sollen. Naja, wie gesagt, Brief, Tinte, Wasser. Mal sehen, was davon übrig bleibt. Vielleicht hat das ja irgendwie vakuummäßig eingepackt. Genau, laminiert oder irgendwie sonst. Komme ich überhaupt hoch? Ja. Ja, tatsächlich. Ducken. Wir wären eigentlich fast da. Hallo Penelope. Aber ich möchte Penelope auch nicht erschrecken, wenn ich mich hier ducke. Wir sind schon nicht rasiert. Ja, aber.
Wir sind unpassend gekleidet. Ich würde mich ducken an deiner Stelle. Warum steht dann immer wieder auf, jetzt? Madame Penelope? Das ist, mein Gott, die kriegt ja einen Herzinfarkt denn jetzt. Nee. Nein? Nein, wir müssen uns zu erklären. Schleichen wir nochmal. Genau, schleichen ist gut. So, steh mal auf. Ne? Jetzt steht er nicht mehr auf. Würde ich auch nicht. Jetzt. Die Wache ist nicht fern. Jetzt aber schnell zu Penelope. Tag, Madame. Die schreit schon mal nicht, das ist schon mal gut. Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from From Bo. Oh. Heißt der Bo? Is so strange. Echt jetzt? Yes, he's strange. Strange. But also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I. But my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Ich hab's befürchtet. Sure. Okay, wir haben was für Bo. Sehr schön. Verlasse ohne das entdeckt Anwesen. Zu okay, ohne entdeckt zu mal werden. Mal gucken, wo die Wachen jetzt sind. Sind sie noch am selben Ort? Da wäre noch ein Boot gewesen. Oder da hätt's im Ernst? Okay. Naja, hier raus. Ja. Dem Fluss entlang. Ja. Weil hier mitten durch. Nee. Und außen rum und dann irgendwann ein Pferdchen holen, genau, würde ich sagen. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay, das wäre dann hier lang. Yep. Sehe ich das richtig? Ja, nochmal schwimmen. Ja. Machen wir nochmal im Fluss das Ganze. Aber der Brief hat's überlebt. Ja, offensichtlich. Das sieht man mal. Qualität im Wilden Westen. Ja. Da hatten sie noch Tinte. Noch Tinte. Das war nicht Papier, das war Papyrus. Oh. Leder, irgend sowas wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendeine Tierhaut, ja. Ja, irgend sowas. So, schwimmen wir ein bisschen schneller, geht das? Oh ja, das geht. Oh, jetzt setzen wir gleich zum Kraulen an. Delfin wäre doch was. Ja. Macht auch gar keinen Krach. So, cool, dass man hier rauskommt, weil bei Kingdom Come, da gab es tatsächlich solche Stellen, da bist du nicht rausgekommen. Ah ja, da rein ja, schwimmen ja, raus ja, nein. Da musstest du schwimmen, bis hier mal eine flache Stelle war. Schön. So, nochmal kurz Kontrollblick. Ja, das. Oh ne, da ist einer. Echt? Oh. Nee, das ist keiner. Was denn das? Ist das einer? Nee, das ist keiner, das ist ein Fleck. Nee. Sieht ein bisschen nee, rot aus, aber sehen anders aus, ja. Okay. Ist vielleicht wenn's dann doch eine Babywache ist. Oder so. Oh, abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie uns jetzt doch noch erwischt haben. Oh. War das eine Krähe, oder? Nein. Nee, da vorne im Häuschen? Was man hier alles findet? Da ab. What the hell? Ah, da unten steht... Nee. Da ist jemand auf dem Klo? Jemand eingeschlossen? Ey, das wollte ich gar nicht. Das ist krass. Eieiei, okay. Was geht? Tag. Tanz der Teufel. Ja, dachte ich auch gerade. Wie sieht die denn aus? Eieiei. Zielen? Ja, wir könnten das Schloss aufschießen. Könnten wir. Ich weiß nicht, ob wir das sollen. Ja, mach mal. Oder kann ich hier sonst was machen? Ich kann nur zielen. Wobei, siehst du hier irgendwo ein Schloss? Ich sehe nur eine Kette. Na, dann zieh mal auf die Kette. Schade, dass ich nicht speichern kann. Die Waffe ist in einem schlechten Zustand, das kann ja sein. Das wird aber nirgends rot. Und ich glaube, wenn ich jetzt schieße... Denkst du? Nee, die sind zu weit weg, die hören uns nicht. Mit dem Seil und dem Pferd die Hütte umreißen.
Aber ich weiß nicht, müssen wir die rauslassen? Die sieht ja wie schon aus, als würde sie uns gleich beißen. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie sie das macht. Aber hat sie nicht was... ich kann sie auch schießen. Nein. Schieß auf die Kette. Ich freue sie. Wird auch nicht rot. Ich kann nicht schießen, wenn es nicht rot ist. Aber du kannst nicht schießen? Doch, aber dann machen wir es. Na, schieß. Ja, die sind weit weg. Geht nicht. Dafür haben wir jetzt wieder die Leute. Ich hab's echt, jetzt haben die das da gehört? Tatsächlich, sie haben es gehört. Scheiße. Dummhuf. Ah. Naja, also ich finde... Ja, so viel zum Schieß doch, hat er gesagt. Nun schieß doch. Ja, ja, war ein Versuch wert, finde ich. Wir hätten eine arme, gepeinigte Seele befreien können. Die sah nicht aus wie eine arme, gepeinigte Seele, sondern wie irgendwie so eine Schwerverbrecherin. Wo ist mein Pferd? Na, mach mal diesen... Ja, genau, diesen... Hab ich doch. Pfiff. Ja, wir sind ja, wir gehen ja, Jungs, beruhigt euch. Ich höre ein Pferd. Ich höre auf ein Pferd. No Mercy. Kill him. Die kommen schnell näher, die kommen auf Pferden. Es hieß aber, schieß nicht. Ab ins Maisfeld, da sehen sie dich nicht. Glaube ich, hoffe ich. Für dich. Ach, das war die Vogelscheuche. Okay, das war die Vogelscheuche. Oh Gott. Wow, okay, gleich. Oh, scheiße. Schieß doch auf die Kette. Warum musst du auch immer so laut sein? Wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Ich hab dir doch gesagt, schieß nicht. Schieß doch nicht so laut, genau. Schieß doch nicht so laut, genau. Schieß doch ein bisschen leiser. Contenance. Oh, wo sind wir? Aha, wir haben Geld verloren. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich ja. Habe ich auch gerade gedacht. Wir sind, hier ist unser Pferdchen und wir sollen den Brief zurückbringen. Das wäre dann hier. Okay, ich würde mal sagen, das... Dann hat sich's aber mal schon mit Briefe hin und her tragen. Ja, ich fahre sicher nicht nochmal, also ich reite sicher nicht nochmal zurück. Dann kann er mich gern haben, der Bo. Na, hat es geklappt? Nein, jetzt. So, pfeif mal. Da kann ich mal pfeifen. Jetzt ist es passiert. Hat sich ausgepfiffen. Aber pfeif nicht zu laut. Nein. Ja, keine Chance. Wobei, vielleicht hätte man tatsächlich die Leute einfach schießen sollen. Aber irgendwie, wenn wir schon den Auftrag haben, eigentlich nicht zu schießen, ich traue mich da nicht. Naja, waren auch viele. Ich dachte, wir hätten vielleicht abhauen können. Eben durchs Kornfeld durch war jetzt nicht so verkehrt vom Gedanken her, glaube ich. Naja, was soll's. Ging ja um eine hübsche Frau. War die hübsch? Doch, die war nicht ganz hübsch. Die im Häuschen? Die im Häuschen. Nicht? Nicht so ganz gesund ausgesehen irgendwie. Oder? Ach, nicht die im Häuschen, um Gottes Willen, nein. Die Tanz der Teufelfrau, nein. Ach so, du meinst die im Pavillon. Die Penelope. Okay, ach, wir dürfen... Okay, jetzt ist... Ach, das ist natürlich klar. Wir waren eigentlich in der Stadt. Hier dürfte ich... Also hier darf ich nicht. Sonst darf ich eigentlich generell schon schießen. Also da hätte man wirklich einen Krampf machen können. Ich war ein bisschen gehemmt, weil es eben hieß, macht nicht. Nicht hier. Aber wir waren ja nicht in der Stadt. Wir waren ja außerhalb. Die haben vor allem wir wurden beschossen, also. Ich wollte eigentlich hüpfen. Krass. So, ich kann schon rein. Das sieht auch ganz schön nett aus. Ja, ja. Ja, ja. Die werden dich dann schon. Okay. Wir sind schon du und du hier. Auf du und du. Also einen Humor haben sie echt einen guten. Ja. Wo war das gleich nochmal? Eigentlich da rechts. Rechts. Hier aber waren wir hinter. Hier ist er nicht mehr. Jetzt ist er aber nicht mehr hier. Wo ist er denn jetzt? Guck mal auf da. Er bewegt sich. Das ist unvernünftig. Sowas. Im Haus, kann das sein? Ich weiß aber nicht, ob ich da reinkomme. Naja, da rechts am Haus. Ein bisschen ja, da. So, kann das sein? Ja. Okay, das müsste passen. Das ist nicht das Haus, das ist der Stall. Das ist die Scheune, ja. Da steht er doch. Nee, das ist eine Wache. Das ist er definitiv nicht. Tach, ich bin Freund der Familie. Family Business once more. Genau, Hallöchen. Ich putze hier nur. Tach. Suche den Sohn des Hauses. Ist das eine Werkbank für uns? Nein? Nein. Schade. Ich finde den gerade nicht. Den haben sie jetzt aber wieder gut versteckt. Wir sind im falschen Haus. Das erklärt einiges. Das ist so bei diesen Neureichen. Überall stehen irgendwelche Häuser rum. Unmöglich. Hier ist er drin. Da. Er striegelt. Genau.
You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You're... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Boah. So, jetzt habe ich für die Kamera späte Einblendung. Harry hatte gerade noch was zu kratzen. Genau. muss ich dem folgen? Man muss nicht alles sehen. Ich mach mal. Scheint so. Okay, Folgebot, da steht's ja. Okay, machen wir. Wir haben uns vom Postboten heraufgearbeitet, ja. Zum was auch immer. Aber ich muss sagen, Arthur ist halt schon sympathisch. Die ist es von wegen jetzt aber nicht mehr Postbote. Da muss ich sagen, hat natürlich recht. Das alte Raubein im Dienste der ja, Liebe. Genau. Aber hat so einen richtig schönen, wie soll ich sagen, er ist irgendwie so absolut liebenswert und charmant. Aber er hat halt diese raue Seite. So ein richtig guter Cowboy. Er hat seine Ecken und Kanten. Ja. Der andere kann auch nicht wirklich reiten, oder so? Nee, aber das wundert mich auch nicht. Nee, ich glaube, er würde heißt viel lieber Jacob. Singen. Genau. Falls jemand den Wink mit dem Zaunfall. Genau. Not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. Oh, kleine Versammlung. Ach, die Frauenversammlung. Kann ich absteigen? Kann ich absteigen? What are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? They leave me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun! Oh, so Miss Calhoun! My friend here says he can drive the wagon. Well, na ja. Normally I like to drive myself, but today I feel like. Ist das nicht die Alte aus dem Häuschen? Die ist doch noch rausgekommen. Ja, irgendwie. Protest ja, gut. Hat doch gut, hast du geschossen. Mhm. Das wird sie befreit haben. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Okay, wir fahren zur Bank und demonstrieren. Aber das machen wir morgen. Ich drücke hier. Na, wenn wir schon eine Frauenbewegung anführen, dann. Ich drücke mal P. Ich wollte gerade sagen, sonst fahren sie uns davon, aber. Ich, also das Gesinge in Ehren, aber das müssen wir jetzt auch nicht bis zum Schluss hören. Okay. Wir werden es in der nächsten Folge hören. Ja, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss. Danke und seid mit dabei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ja, wir demonstrieren. Genau. Okay, und werden dabei wahrscheinlich erschossen. Als einziger Mann bei einer Frauenbewegung ja, werden wir wahrscheinlich ja, erschossen. Wir können uns nicht mal wehren. Wir dürfen hier nicht mit Waffen und so. Ja, eben. Was ist eigentlich mit Notwehr? Notwehr würde immer in meinen Augen dazu führen, andere zu erschießen. Nee, ich meine, ob man das darf. Wenn wir die Waffen nicht nutzen dürfen. Notwehr ist was anderes. In Notwehr. Eben, ja. Kurz gesagt, ja. Habt ihr verstanden, was er meint? Ja. Nein. Ist ja so undeutlich. Ja, wir dürfen uns wehren. Okay. Möglichst brutal. Ach so, das sogar auch. Uff. Na, dann ist ja okay. Gut, machen wir morgen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann und tschüss.